Herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Wir machen heute einen Hard Run mit Lazarus. So sieht's aus. So, und dann gucken wir mal, was wir mit Lazarus zu Rise. Wir kriegen ein Range Up. Das ist schon mal sehr schön. Mit seiner ersten Pille. Und schön wäre es ja, wenn wir irgendwie bei einem Devil Deal sterben würden. Weil. Ich muss niesen. Oh, bitte jetzt nicht niesen. Weil Lazarus ja sterben kann und dann stärker zurückkommt. Einmal. Und da wäre das doch ganz praktisch, wenn wir das in einem Devil Deal tun würden. Oder nicht? Würde ich einfach mal so sagen. Das wäre sehr knorke. Aber dafür bräuchten wir halt keine blauen Herzen und so. Muss mal gucken, ob wir es schaffen. Erstmal die. Was? Du, ich dachte, der macht Fliegen. Oh. Unnötiger Hit. Ich wusste nicht, dass die Dinger schießen können. Ich dachte, der macht immer diese Maisfliegen. Oh, Safety Cap. Ja, Arschloch. Ne, ich nehme keinen Damage dafür. So, they grow on sight. So. So nicht, mein Freund. Oh, die platzen alle schön am Feuer. Ja, nice. So, sind mir die liebsten Räume, wo die Gegner sich selbst in die Luft jagen. Oh. Wie nett. Wie zuvorkommend. Oh, noch netter. Aber da kommen wahrscheinlich nur Trollbomben raus. Haben wir am Ende. Wir machen erstmal das Feuerchen aus. Ah, nicht mal. Aber wahrscheinlich schlechte Pillen. Ja, okay, die geht noch. Okay. Alles noch im Rahmen des Aushaltbaren. Aber gut waren sie trotzdem nicht. Wie zu erwarten war. Ja. Macht voll Sinn, das zu tun. Könnte ich jetzt eh nicht tun, von daher. Komm schon. Wie funktioniert diese Ground-Zeit überhaupt nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Man hatte, glaube ich, eine Chance, Fliegen zu spawnen. Ich weiß es nicht mehr. Und getroffen wurde? Nee, ne? Geld. Famine! Das heißt, wir kriegen einen Bandage Girl, Meat Boy, whatever. Ist ja egal, was wir da kriegen. Das kann erstmal das Fass wegmachen hier. So. Und warum kriege ich dich eigentlich immer in diesen Kack-Mini-Räumen? Kannst du mal aufhören, Fliegen zu spawnen? WTF? Ist ja überhaupt nicht nervig. Gott. Verlier mal dein Pferdchen, bitte. Pferdchen verlieren, wäre ganz cool. Danke. Au! Ah, wenn ich getroffen werde, okay. Getroffen werde, spawn fliegen. Das ist nicht so das Coolste, aber besser als nichts. So, Bandage Girl kriegen wir. Okay. Le Bandage Girl. Ja, hier brauchen wir zwei Schlüssel, das ist natürlich super geil. Curse of the Unknown, nein, brauchen wir, sehen wir unser Herz nicht, okay. Geht ja noch. Schlüssel habe ich leider noch nicht. Ah! Shit. Ich habe mir jetzt gewünscht, dass die noch einen Geheimraum aufmachen. Ah, oh, Schlüssel. Perfekt. Libra. Oh, fuck. Will man eigentlich nicht haben. Aber so früh geht es, glaube ich, noch. Außerdem habe ich jetzt 6 Bomben und 6 Schlüssel. Ein Trinket, was ich mitnehmen werde, auf jeden Fall. Das ist eine Telepille. Okay, hätte ich mir besser vorstellen können, wie ich die nutze. Oh, okay. Nehmen wir mit. Keine Ursache. Oh, was ist denn hier los? Ja, Trollbomben, okay. Kein Problem. So, wir haben schnelle Schüsse. Das ist sehr gut. Ich gehe erstmal runter. Wir haben ja Räume übersprungen hier. So. Libra hat mir, glaube ich, einen Damage abgegeben. Bin mir aber unsicher. Ich weiß auch nicht, wie viele Herzen ich gerade habe, aber wir gehen es einfach mal ein. Ach du Scheiße, was ein Kackraum. Zum Glück habe ich dieses Trinket, was so schnell schießen kann und so gerade auch, so schön straight. Joker? Nein. Wheel of Fortune. Tour of Hearts. Wheel of Fortune.
Sprengen wir in die Luft. Für mehr Geld. Nice. Jetzt gehen wir hier rein. Kriegen den Kompass. Sehr nice. Schlüssel brauche ich nicht. Die Batterie wäre noch ganz cool, aber nee, okay. Kompass für die nächsten Ebenen schon mal gesichert. Ah, fuck it. Die Flamme macht mir doch Schaden. Wenn sie vom Gegner kommt, anscheinend schon. Shit. So, zum Glück liegen hier noch Herzen rum. Was haben wir hier oben noch? Blauer Stein vielleicht noch? Nicht wirklich. Ah, vielleicht kriegen wir hier noch eine Bombe gedroppt oder so. Eine Karte. Die Stärkekarte. Okay, das ist auch nicht schlecht. Gegen Little Horn ist das gar nicht mal so schlecht. So, dann sind seine Kugeln nämlich schnell down. Damage machen wir dann 3. Meine Range einfach komplett hoch ist wegen dem Trinket. Bleib da stehen, das ist perfekt und mach einfach nichts mehr. Ach, schade. Nein, aus. Hör auf, die Dinger zu spawnen. Hörst du auf? Die Dinger zu spawnen. Aus. Nicht nett. Trinket. Ach, Trinket. Little Horn. Wie komme ich denn auf Trinket? Little Trinket. Nächster Boss in Isaac. Before Birth. Confirmed. Pre-Birth. Isaac. Pre-Birth. Kack, Trinket. Wollen wir nicht. Nicht für das Setup, was wir haben. Für andere Laser-Setups oder so könnte das lustig sein, aber so. Wieso knock ich die so weg mit dem Ding? Eigentlich abartig. Muss immer noch niesen. Der kommt nicht raus. Ist nicht nett hier. Hallo. Haha. Warte. Machen wir es halt so. Rennt halt und auch nee, ich wollte das nicht. Damit treffe ich nämlich nicht. Au. Natürlich muss er mich treffen. So, Toro. Aha. Ein bisschen Stierkampf gespielt mit den Würmern. Ach du großer Gott. Ach du großer Gott. Ach du großer Gott. Oh Gott, er ist gestorben. Ah Gott. Hallo? Komm raus. Gut. Und wer ist dichter? Wieso wird der da oben auch aua aktiv? Aua! Okay. Nicht gut, was hier abgeht. Kein Geheimraum, auch nicht gut. Ach du großer Gott. Bin ich in so einem Raum. Ich weiß gar nicht, können die auch dashen? Nee, ne? Weil die zu dick sind. Guck mal, einer von den... Die haben so viel HP. Alter. So. Ach, komm schon. Full Health bitte. Nee, Paralysis. Wow. Wow. Oh nein. Was ein Kackraum ist das denn? Oh, hab ich einen Lack. Da hatte ich richtig Lack. Gebe ich auch zu. Das war reines Lack. Ihr dürft platzen. Nach und nach, aber ihr dürft platzen. Oh mein Gott. Dankeschön. Oh nein. Danke. Alle auf eine Seite. Das ist immer das Beste. Oh Gott. Nein, 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 nein. Genau das passiert dann nämlich. So eine Scheiße. Dass mich irgendein Knochen von irgendeiner Seite trifft und warum droppen keine Herzen? Ah. Itemraum ist da oben. Okay. Ah. Oh, Curse of the Maze. Please. Oh, wenn du mich tötest, ne? Oh nein, es ist die schnelle Kacke. Es ist die schnelle Kacke. Es ist die Dash-Kacke. Es ist die gefährliche von den Kackis. Sie ist One-Hit, aber sie ist gefährlich. Ich spiele Lazarus. Ich darf einmal sterben eigentlich sogar. Es
Wäre sogar okay, aber ich glaube, ich komme nicht mit vielen Herzen wieder. Oh Gott, ey. Ich weiß ja nicht. Hm. Ich glaube, kleine Schüsse waren besser. WTF, was ist denn da alles rausgekommen? Oh fuck, ich sehe gerade was. Ah, warum denn hier auch? Könntest du bitte sterben? Danke. Warum kam da so viel Scheiße raus? Aus den Flammen. Lazarus hat da irgendwie ein Händchen für, habe ich das Gefühl. So. Okay. Brauche ich nur noch Damage ab. Dann fühle ich mich gut. Damage ab oder lustige Kombos damit. Hui. Hui. Oh. Und schnelleres Aufladen wäre ganz cool. So. Nice. Ist hier der Geheimraum? Nein. Du mich auch. Ist er hier? Wahrscheinlich nicht. Doch. Haha. Haha. Nice. Ach du großer Gott. Da laden wir ein bisschen mehr auf, damit wir ganz viel treffen von denen. Oh Gott. Die können kotzen? Das ist mir neu. Ich hätte jetzt kurz Angst, dass er mich doch noch trifft. So. Oh nein. Warum? Warum immer sowas? Vor allem nicht mit der Waffe. So. Eine Tarotkarte. Extra Pillroom. Du mich auch. Passt ja zur Brille, die ich gerade auf habe. Kackspiel. So. Oh Gott. Warum immer dieser Raum? Ich habe nicht so viel Feuerkraft. Obwohl, doch habe ich anscheinend. Wow. Wow. Und warum kriege ich den Boss? Warum kriege ich denn immer den Boss am Anfang? Kam die Folge? Ich glaube, die Folge kam. Die hatten wir, glaube ich. Dieser Boss hat nicht so viel HP, aber er ist echt ätzend am Anfang, weil der so assi ist. Obwohl, der neue Pin ist eigentlich noch schlimmer, muss ich sagen. Der wäre am Anfang, glaube ich, noch ätzender. Aua, scheiße. So. Ah ja, mach du nur deine Arme. Komm raus. Chill nicht so lange im Untergrund, sondern komm schnell raus. Speed up. Okay. Haben wir jetzt alles? Huch. Da wollte ich nicht hin. Hä? Ich will... Hallo? Oh, da ist noch... Ey, das Maze rastet gerade ein bisschen aus. Kann das? Ich wollte nur noch mal eben hier reinschauen, Spiel. Weil hier der Geheimraum aus sein könnte. Ich treffe den da unten nicht. Gegen Wände schießen ist mit dem Ding kacke. So. Der könnte halt hier sein. Aber das ist so ein Raum, da würde es passen. Ist er aber nicht. Okay. So, jetzt lass mich nach unten gehen, Maze. Danke. Oh. Scheiße. Nein. Oh Gott. Wände gehört mich gerettet. Das wollte ich nicht. Den Burnt Penny lassen wir mal liegen. So. Ah, der wird gleich wieder schießen. So. Maggie's Fate. Ha. Lemon Party. Das ist ganz gut, weil dann sind die Schüsse nicht mehr so schnell durch den Gegner durch. Dann brauchen die länger und machen mehr Schaden. Das ist ganz cool. Wir nehmen Maggie's Fate mit.
Ist, glaube ich, ganz gar nicht mal so doof. Ist immer in ein Extra-Hit, den wir nehmen können. Ach du großer Gott. Da brauche ich doch jetzt Ewigkeiten für. Oh, doch nicht. Sehr schön. Komm her. Hier gucken wir mal rein. Sprengen dies. Sprengen nicht das. Dieses Geld will ich noch behalten für einen Shop. Mal hier gucken. Mhm. Okay, noch ein halbes Herz. Okay, 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 okay. Wir hoffen, dass ich eine neue Bombe kriege. Jawohl. YOLO! Oh, viel zu viele Hits genommen. Hat zu lange gedauert. So. Bin aber auch doof, dass ich sofort wieder zurückgegangen bin. So. Huch! Achso, ich dachte, der Weg hätte sich jetzt nicht geöffnet da. Hallöchen. Hallöchen. Den nehmen wir gerne mit. Oh Gott. Ja, natürlich, eine unsichtbare Lieblingsraupe. Ich hasse diese Raupen. Infestet. Und der will wieder nicht sprechen, der Narrator. Danke. Das sieht man in der Ebene so schlecht, ob die Steine jetzt funktioniert haben oder nicht, aber sie funktionieren, okay. Also, dass sie da so sprengen, dass man hier drüber kann. Ja. Wafer, please. Egal, was passiert, nur ein halbes Herz Schaden. Top. Was will ich mehr? So. Ah! Wie gemein! Ich konnte nicht weg. Es war überall. Du mich auch, Spiel. Du mich auch. Ich geh mal in den Shop gucken, da ist Greed drin. Doch nicht. Die heile Uhr. Huh. Eigentlich geil. Die ist richtig gut. Mal nehmen wir die noch mit. Aha, alles geslowt. Die Musik auch, aber ist egal. Machen wir heute mal alles ein bisschen langsamer. So. Oh, jetzt kann ich besser arbeiten hier. Aha. Top, top, top. Komm hier, große Räume. Jetzt brauchen die Gegner ein bisschen länger, hier hinzukommen. Okay, ein bisschen doof, aber... Vielleicht konntest du auch vorher schon treffen. Was kommt denn da überhaupt? Ich sehe es ja nicht. Ach so. Aua, warum hat mir das wehgetan? Was war dies? Ich hab's nicht gesehen. Oh mein Gott, ist das gut. Es ist einfach so gut. So. Oh, wie fällt denn der aus? So. Geheimraum? Geheimraum? Kannst du hier hinhauen? Du machst Kisten nicht kaputt, das ist schade. Okay. Dann machen wir einmal so, 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 so. Und dann legen wir die mal zusammen. Und holen uns ein Item raus. Nein, holen uns Bomben raus. Das ist doch gut. Das sind meine Lieblingsgeheimräume eigentlich so an sich. The Fray. Aber ein geslowter Fray. Das heißt, der ist ein bisschen angenehmer und er kommt nicht raus. Richtig gut. So, Fray. Oh, das kann er aber nochmal schnell. Okay, das ist das ist ganz schön gemein. So, bitte, 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 guten Devil-Deal. Judas, ist das My Shadow? Me and My Shadow. Das kenne ich noch nicht, das ist neu, das ist aus Afterbirth. Afterbirth. Keine Ahnung, was das tut. Werden wir jetzt lernen, hoffe ich. Wie einfach alles geslowt ist.
Oh, nice. Wie ich immer diese dicken Nickel-Coins kriege und so. Voll gut. Ich komm dich holen. Oder auch nicht. Was macht denn mein Shadow? Die Musik ist so ganz geil. Also der Track geht langsam klar. So. Wow. So sinnlose Gegner. Okay, der ist in meine Bandage Girl gerannt. Ah! Ist das mein Shadow? Wenn wir getroffen werden, tut er Dinge. Das ist eine gute Erklärung. Finde ich. Jetzt ist der da, der Shadow, oder was? Läuft er mir nach, irgendwie? Ja, also er versucht mir zu folgen. Er ist aber langsam, weil er geslowt ist. Oder ist das irgendwie... Nee, okay. Ja, der ist halt geslowt, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Er wird irgendwie auch davon beeinflusst, habe ich das Gefühl. Dass wieder nicht so geil ist. Es ist so gut, dass die dashenden Gegner überhaupt nicht klarkommen auf den Effekt. So, oh, Schlüssel, nice. Wo ist denn... Ah, es war... Ja, Tatsache, die spawnen einfach dann. Eigentlich ganz geil. Ich krieg's nur gerade nicht hin, dass ich die Schlüssel ohne Schaden krieg. Dankeschön. Das ist voll geil, das Item. Bisher. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn... Ob das irgendwann mal Ende ist. Oh, fuck. Ah, sie hören auf, okay. Ah, oh, gut. Wie gut. Dankeschön. Nehmen wir mit. Ich muss hier mal so ein paar Sekunden länger den Pausescreen drin halten, weil ich gucke dann immer in den Aufnahmen schnell durch und versuche, den Seed rauszufinden. Und ich gucke mir nicht die ganze Folge nochmal an, um den Seed rauszufinden. Deswegen sehe ich das dann schneller. Ah, die können auch getötet werden wie normale Würmer halt. Ah, okay. Das ist der Haken. Alles klar. Okay. Aber wenn da nicht gerade so ein Brimstone ist, sterben die ja eigentlich nie, oder? Oder verstehe ich das falsch? Dann sind die ja eigentlich recht stark. Ist das eine geile Kombi? Ich weiß es halt nicht. Ja, wenn ich während ich auflade, kann ich schon Damage machen. Das ist gut. Dann kann ich nämlich so machen. Und aufladen. Und dann so durchschicken. So, machst du so. Und dann machst du Damage. Und dann geht es klar. Ja, kann man so anbieten. Icon sie vorher war sehr gut. Ich habe noch die Telepille. Hier machst du so. Schießt zwischendurch mal. Oh, ein Store Credit. Das ist natürlich jetzt gerade sehr, sehr gut. Ist wahrscheinlich jetzt ein Creed drin. Ja, dann nehme ich doch das hier. So. Keine Frage. Der Stalk Credit kann natürlich jetzt perfekt gedroppt, muss ich halt mal sagen. Miau. 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 Oh. Komm zurück. Kommst du? Da. So. Erkennt sie Forever, das heißt, ich sehe die Geheimräume. Oh, hallo Trollbombe, die immer noch hier liegt. Wo könnte denn einer sein? Hier könnte einer sein. Gut. Das war der Raum. Okay, dann ist der andere wahrscheinlich hinten in der Nähe vom Bossraum. Irgendwo. Könnte ich mir vorstellen. Lol. Bombe investiert, Bombe zurückbekommen. Oh Gott. Perfekt. Genau die Kante erwischt, würde ich sagen. Hallöchen. Oh. Wie zuvorkommend. Ach du großer Gott.
Das ist gemein. Huch, der war unsichtbar. Okay. Wie viele verdammte verschiedene Pillen gibt es mittlerweile, ey? Das ist unglaublich. Einen langsamen Gisch. Machen wir gerne. So. Okay. Ich versuche ihn gerade noch mit dem Banisher ein bisschen Damage zu drücken, aber irgendwie ist das nicht so erfolgreich. Ey, bleib doch drin. Im Kringel auf Doom. Du bist ganz schön nervig, weißt du das? So. Gigi-Gisch. Okay, nehmen wir mit. Hallo, Krampus. Irgendwann musstest du ja kommen. Au. Ich habe halt noch keinen ordentlichen Devil Deal gekriegt, außer Judas Shadow. Und Judas Shadow ist cool. Ach, wieso drehst du denn immer? Du bist wie dein Kopf, ey. Gib mir wenigstens die Kohle dann. Nein, gib's mir den Kopf. Aber ich habe eh noch kein Space-Item, von daher Wayne. Wayne. Okay. Ich muss mich halt trotzdem beeilen irgendwie, ne? Ich will ja Hasch machen, da Hasch habe ich nicht mehr. Bisschen Greed drin, ich dreh durch. So, will ich die Münze haben? Eigentlich nicht. So. Ah, können wir jetzt gerade mal benutzen. Das ist gerade nichts gebracht. Spreng mal in die Luft, vielleicht kriegen wir den Münz-Item noch dazu. Nee, okay. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Raum? Den hatte ich so auch noch nicht. So. Ein Herzchen, okay. Da gehen wir jetzt rein. Sprengen einmal. Nice. Kein Devil, die. Ich dreh durch. Ah, die Bombe kann man ja mal weglassen. Jetzt bräuchte ich den drehenden Laser. Der wäre perfekt, um den Raum hier zu cleanen. Wollte ich mal sagen. Ja, perfekt. Dankeschön. Ach du großer Gott. So. Ah, oh Gott, ich dachte, die Made wären Gegner. Ah, ich sehe Mams Shadow nicht. Geh weg. Oh, es ist die Kackhand. Okay. Alles gut. Ja, den Hasch schaffen wir halt nicht. Muss ich halt auf Satan gehen, ne? Was halt auch ganz gut, um die Items so ein bisschen kennenzulernen. Ah, was ist denn das denn? Warum kamen die denn so schnell? Was ist das? Evil Eye. Okay, was macht es? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat es auch gar keinen Effekt auf uns. Weil wir den Laser haben. Hier ist noch ein Geheimraum. Schon wieder ein Greed? Zweimal in einer Ebene? Geht das? Ist dies möglich? Hatten wir doch erst. Kann doch nicht mehrere Greeds geben. Oh, warte, ich kann hier rein. So. Ich dachte gerade, das wäre so ein Challenge-Raum, aber war er gar nicht. Ich müsste jetzt eigentlich nochmal zum Shop gehen, um zu gucken, ob da auch nochmal ein Greed kommt. Oh ja, ich muss auf jeden Fall zum Shop gehen. Let's to the shop. Bar. Let's go to the shop bar. Oh Gott, warum kriege ich den nicht? Weil der dahinter noch lebt. So einer ist das, okay. So einer ist dies. Das Fliegenglas. Der Wooden Coin. Two of Spades, mehr Schlüssel. Wooden Coin macht was? Flip a Coin. Ja, und dann? Ach so, ja. Okay, unnötig. Habe ich gerade so entschieden. Gehen wir wieder. Hauptsache, wir haben es mal aufgehoben, ne? Für die Statistik und so. Ich gehe gerade gar nicht zum Bossraum. Gut. Gehen wir halt hier rein. Ach du Scheiße. Ah, wieso seid ihr nicht tot?
Warum seid ihr so vergiftet? Von der Made oder was? Die Münze nehmen wir noch mit. Der Hasch wird eh nix. Dann müsste ich in 2 Minuten die komplette rote Ebene machen. Also, so warm. Komplett. In 2 Minuten. Ist nicht drin. Außer ich hätte die Schaufel. Aber dann komme ich, müsste ich immer noch zum Boss. Oh. Mega scheiße. Also man muss sich schon ein bisschen beeilen und doch ein bisschen auf Boss Rush spielen. Man muss ihn nicht machen. Aber. Aua. Man muss darauf abziehen, dass er erscheint, damit man weiß, man hat noch genug Zeit. Ja, da brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt auch nicht mehr Spiel. Den einen Geheimraum könnte ich wahrscheinlich noch so finden. Wahrscheinlich ist er nämlich hier. Oh Gott. Ja. Ranger, nehme ich gerne. Bombsaki. Ah, das ist nicht so geil. Hier ist er nicht. Na gut. Isaac. Wow. Oh Gott. Oh Gott, warum kommt die denn so oft? Ich weiß halt nicht, was für eine Mami das ist. So. Ist gut, dass die Raupe da oben hängt. Ganz cool. So. So, der Fuß müsste jetzt mal so langsam wieder kommen. Boah, wie lange ich für Mami brauche hier. So. Ah, jetzt kommt's. Voll erschrocken. Da mache ich halt auch am meisten Damage dran. Das ist immer... Einfach alle Monster killen. Dankeschön. Ja, gehen wir da rein. Wie immer. Ach, die Bombe kriege ich auch noch. So ein Scheiß. Ach, da ein blauer Stein. Ich habe ihn nicht gesehen. Nein, wo ist der Boss? Ich muss mich nicht beeilen und kann die... Ach, nee. Jetzt auch noch Sackgasse. Na gut. Na gut. Beeilen uns halt wirklich nicht. Wir gehen in die Sackgassen. Ist okay. Ist hier ein Geheimraum? Oh, Tatsache. So. Einmal durch den kompletten Wurm ballern. Ja, das macht schön Schaden. Achso. War jetzt auch eigentlich wieder unnötig, weil ich den ersten Raum eh schon hatte. Egal. Ist ja egal. Gehen wir so mal los. Ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht Pillen ewig rumtragen. Okay. Oh nein, meine Raupe wurde gekillt. Voll gemein. Die arme Raupe kann da nichts zu. Oh, Paralysis in dem Raum. Oh, oh, das geht schief. Okay, doch nicht. Das ist echt gedacht, ich hab's verkackt. Oh, ist hier noch was? Achso. Hab ich nicht kommen sehen. Oh. Oh nein. Muss aber auch nicht sein hier mit der Waffe. Aua! Au, was ist los? Was passiert? Warum krieg ich Schaden? Weil da auf dem Boden noch die Seuche war. Ach, du großer Gott. Ah. Lass mich in Ruhe. Sehr schön. So. Pff, ja. Kann man mal machen. Oh, nice. Oh, nice. Das zweite Gubbi-Item. Nehme ich mit. Ist, glaube ich, besser als Krampus-Set. Habe ich mehr von. Okay. Wir müssen voll den Umweg latschen, um zum Boss zu kommen, sehe ich. Miau. Sehr schön. So, einmal den Kopf benutzen. Oh Gott. Einfach mitlaufen.
Aha. Ey, gib mir meinen Schatz. Mein Schatz. Health down, Puberty. Alle geil. Alle super geil. Weiß man ja. Ich habe nur geile Pillen in dem Run. Allgemein kriege ich in letzter Zeit immer nur geile Pillen. Ein Wunder, wenn ich meine Health abkriege. So. So, mehrere. So. Das sterben, danke. Nice. Das ging besser als erwartet. Ist hier ein Steinchen? Okay, du bist ein bisschen ätzend. So. Weg. Weg. Oh Gott, dauert das lange. Der Laser ist halt nicht der stärkste, aber er macht halt schon ein bisschen Schaden, bevor der große kommt. Oh, nice. Warte mal, da muss ich jetzt vorsichtig sein mit Sprengen. Weil, da ist ja so ein... Scheiße. Nein. Nein. Das wollte ich nicht. Hä? Wo ist der Geheimraum? Wo ist der geheime Geheimraum? Nice, warum explodieren die? Sind das diese... Diese blauen Schüsse, die ich da habe? Evil Shots? Oder wie die auch immer die heißen haben? Oh, was ist das denn für eine Größe, Alter? Boah, ist ja richtig lang. Und hat sich festgebackt in der Ecke, weil er so lang ist. So. Und weil er in die Ecke geschissen hat. Hier war der Geheimraum. Scheiße. Ich habe ihn noch gehört. Warum gehe ich weiter? Weil ich Spaß habe, die Monster hier zu töten. Hau doch nicht ab. Stell dich. Wieso kannst du so schnell abhauen? Das ist voll unfair. Hier ist immer noch einer irgendwo. Da. Dankeschön. So. Jetzt können wir auch noch hier reingucken. Wenn wir eh hier sind. Hau ab. Ach, das war unfair. Unfaire Scheiße war das. Unfaire Kacke. So. Schön draufhalten. Kannst die Münze gerne mitnehmen, Loki. Ich brauche die nicht mehr unbedingt. So. Nice. Jetzt kommt der dicke Wurm. Den Laser so ein bisschen unten ansetzen, damit der komplett durchzieht. Und noch einer? Ganz drei Bosse? Ja. Vergesst das immer wieder. Nice, nice. Weil ihr so langsam seid, kriegt ihr einfach nichts gebacken. Gut. Gut, 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 gut. So, Geheimraum war da unten links. Der Lucky Rock. Nein, den wollen wir nicht. Dann gehen wir jetzt zum Boss. Im nächsten Part machen wir dann Greed Run oder noch so ein Run. So ein normaler Run. Death. Ach du großer Gott. Wie krieg ich dich denn? So, ja, ich habe ja ein Banish Girl. Wäre mal ganz gut, wenn die sich weiterentwickeln, ne? Halt Reiter kriegt man halt auch mega selten nur noch. Irgendwie. Habe ich mal endlich eine schießende Banish Girl. Wow. Ich bin begeistert. Die Zeit dann immer slowed. Ist hier ein Miniboss? Oben ist ein Miniboss. Den können wir machen. Und eine Bücherei ist hier. Ich hoffe, eine gute Bücherei mit auch wirklich Items drin. Oder ein Würfelraum wäre auch lustig. Aber Würfelräume machen eigentlich nur Sinn, wenn man einen Itemraum hat und dann die Ebene zum Beispiel normal machen kann oder so. Das sind immer die besten. So. Was haben wir hier? Wenn wir schon... Oh Gott. Wenn wir schon da sind. Ah, das sind die gemeinsten Augen. Oh, Rainbow. Nee. Muss ich aber nicht haben. Ist immer ein lustiges Trinket. Hallo, Doppel-Sloth-Master-Mega. Left Hand. Können wir jetzt mal mitnehmen, aber bevor wir in die Chests gehen, müssen wir die ablegen. Das wäre wichtig. Sonst habe ich ein Problem. Kriege ich keine Items. Oh, da kommt man nicht. Doch, da kommt man dran.
Aber nicht mit dem Stein. Black Lotus. Sehr gut. Oh Gott. Das hat unseren Damage, glaube ich, erhöht auch. Auf jeden Fall ein geiles Item. So. Annie East Mascara war das, was ich meine. Scheiße, Black Lotus ist wirklich nur AP. Scheiße, nein. Ich laber Bullshit. Tut mir leid. Aber ich hab's gemerkt. Ich dachte jetzt an East Mascara, aber Black Lotus ist wirklich nur AP. Glaube ich. Ich glaube, das war irgendwie nur HP. Bin mir nicht sicher, was für einen versteckten Effekt das noch hat, weil manche Items haben ja auch so Hidden-Effekte, die nicht da stehen. Deswegen kann das noch mehr sein, aber ich bin mir nicht sicher. Aber haben oder nicht haben, ne? So. Tauschen wir das mal aus, damit ich die nicht aus Versehen nehme. Ja. So. Nö. Wenn die Map klein. Es stört mich gerade, dass sie so groß über den Items hängt. Aber jetzt erst gerade seit gerade eben irgendwie. Bestimmt schon die ganze Zeit so. Aber irgendwie stört es mich gerade. Die Musik ist cool. Oh. Oh, noch eine Puberty. Wow. Puberty. Okay. Okay. Upp. Wow. 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 Benutzt das mal. Was hat's gemacht? Keine Ahnung. Das ist immer so der Nachteil. Man weiß nie, was dieses Buch tut. Einfach alles tun könnte. Lemon Party können wir für... weiß es noch nicht benutzen. Ganz ehrlich gesagt. Ganz ehrlich weiß ich das noch nicht. Wofür ich Lemon Party benutzen würde. Ah, der kommt mir entgegen. Geheimraum? Da rechts kann er nicht sein. Nice. Okay, damage-technisch sind wir gut dabei. Ist noch nicht top, aber... oh, Loki. Warum Loki? Warum, wenn ich bei Loki jetzt die Lemon Party droppen würde, würde das nicht mal was bringen. Piu, 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 piu. Yay, noch mehr fliegen. Kreuzsteinchen? Noch irgendwo? Ansonsten könnte der Geheimraum halt hier sein. Hier ist jetzt schwer. Könnte hier sein. Scheiße, da kann jetzt hier halt überall sein. Nee, da nicht. Hier. Oder hier. Ist immer so scheiße zu... so auszumachen. Egal, dann ist er hier nicht. Anscheinend. Ich wollte gerade sagen, wieso wirkt das Slow-Effekt nicht mehr? Aber er wirkt, okay. Voll unfair. Oh, die kriegt ganz schön viel Schaden. Geil. Fällt mir. Oh, jetzt dreht sie im Rad. Okay, gewonnen. Dankeschön. Lass mal durch hier. Wir müssen durch. Ich mache echt nur noch Isaac und Chess. Es tut mir leid, aber es ist der einfachste Weg. Und den Rest muss ich nicht machen. Und ich mag Darkroom einfach nicht. Weil Darkroom mega ätzend ist. So. Was ist das? Ja, bitte. Ich bin ja nicht froh, dass ich so los bin. So. Gehen wir in den Rosenraum. Oh Gott. Ja, stell dich hier in die Piste, komm. Nein, weiter in die Piste stellen. Ach, Mann. So. Nein, du sorgst mich nicht ein, Freundchen. Du brauchst doch gar nicht fertig kotzen hier. Ey. So. Telepille. Das ist gut. Ich weiß noch nicht, wofür.
Und hier nicht, aber so an sich ist das gut. Jede Pille ist eine Pille, würde ich als gut bezeichnen. Kann man mal gebrauchen. Kann man immer mal gebrauchen. Aua. Das tat weh. Danke, Spiel. Ach du großer Gott. Was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Party? Au. Miau. Miau. So, was haben wir hier für einen Challenge-Raum? Challenge-Raum mit nur Scheiße drin. Powerpill. Nam, nam. Nam, 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 nam. Lemon Party. Puberty. Tschüss. Oh, nice. Kapi. Und da sind wir Kapi, oder? Nee, eigentlich müssen wir Kapi sein. Nee, sind wir nicht. Scheiße, es fehlt noch ein Item. Wir sind nicht Kapi. Da fehlt noch ein Item. Ich hatte einen anderen Run im Kopf gerade, wo ich am Anfang die Tatze bekommen habe, aber die habe ich hier ja gar nicht bekommen. Aber ich habe den Schwanz und das ist sehr gut. Der Schwanz triggert mehr Kisten. Eins meiner liebsten Guppy-Items. Bei 9 Lives hätte ich wieder gestruggelt, ob ich es nehmen soll oder nicht. So. Ist hier der Geheimraum vielleicht? Oder war ich da jetzt drin irgendwie durch Telepille? Nein. Die Schaufel? Wobei, ich kriege durch Isaac kein Item. Aber ich weiß nicht, wo ich lande, wenn ich die Schaufel benutze. Deswegen gehe ich lieber den normalen Weg. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit der Chest. Aber wir können sie mal aufheben. Eigentlich. Könnten wir eigentlich mal tun. Das Loft können wir auch mal aufheben. Damit der raus ist. Heben wir sie mal auf. Hat jetzt nichts gemacht. Geil. Weil ich sie an der, unter dem unter den Typen hier benutzt habe. Da funktioniert das nämlich nicht. Geil. Top. Ist auch schön, dass sich das Item dann auch verbraucht. Nicht so nach dem Motto, das ging jetzt nicht. Egal. War ja nur ein Versuch. War ja nur ein Test. Hätte ja sein können, dass er mir eine Falltür mit Treppe öffnet. Weiß ich ja nicht. Kann ja sein. Ist auch eine Retrovision. Was ist denn los? Oh, warte mal. Infested. Was ist denn da los? Den infestet. Oh. Eigentlich ist es geil, mit dem schräg zu schießen. Dann ist der Weg länger und er ist länger im Gegner drin. Oh oh. Miau. Yes, da ist die Tatze. Jetzt bin ich Guppy. So, einmal benutzt. No, I am Guppy Man. So. Jetzt würde ich noch gerne Mega-Satan machen. Das wäre top. Toppy, toppy. Oh Gott. Nice. Nice, 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 nice. Ich kann fliegen. Yay. Volle Herzen. Yay. Oh Gott, der Damage von dem Fliegen. Oh Gott. Das ist zu viel. Zu viel Power. Oh, nicer Raum. Ah, shit. Krieg jetzt natürlich keine Karten mehr, weil alles Pillen sind. Wegen dem Item. Health down, health down. Retro Vision. Lemon Party und Lemon Party. Na gut, nehmen wir Lemon Party und Lemon Party mit. Packen wir ihn einmal hier hin. Mal pissen ihn einmal dahin. Ich muss eigentlich nur draufhalten, dann kommt immer Fliegen raus, oder? Ah ne, ich muss schon so schießen anscheinend. Ja, ich muss schon so schießen. Damit da immer Damage gemacht wird. Und jetzt kann ich meine Fliegen eigentlich reinhalten. Und der Rest machen die dann schon. Ja! Next! Next Reno!
Oh, die Musik hier. Curse of the Lost. Na gut, das ist... Ah, scheiße, ich habe die Hand nicht abgelegt. Ich muss sie ablegen. Fuck, 4 Items verschenkt. Doors Box, was macht die denn hier? Ja, danke. Was macht die denn hier? Sie droppt eine Münze? Wow. Egal, ich habe den Katzenschwanz, das heißt, wir haben immer noch Chancen auf ganz viele Items, hoffe ich. Schon wieder du? Das ist ein bisschen langweilig jetzt gerade. Wenn denn meine Kiste droppt, ich brauche, glaube ich, zu wenig Luck, ey. Scheiße. Boah. Ah, ich habe viel zu wenig Luck. Nein. Ah, ja. Oh, das ist ein Damage-Up. Nice, nice, nice. Ach nein. Ich hätte immer noch gerne Dead's Key. Ah, das ist die ersten Chests, dass ich die Hand vergessen habe. Ist so ärgerlich. Ich habe es doch noch gesagt. Ich vergesse es aber immer wieder, wenn ich sie mitnehme. Kiste? Nein, leider nicht. Oh nein. Spring schön in meine Lemon Party. So. 10 Bomben. Okay. Kann man mal nehmen. Habe ich den hingeschossen? Ah! Gemein! Krieg. So geht das nicht. Verlier mal dein Pferdchen. Danke. So geht das aber nicht hier. So. Lege ich hier überall ein Dings hin. Verdacht auf Geheimräume. Hm. Scheiße. Das ist aber doof. Ich sollte damit nicht übertreiben, sonst habe ich keine Bomben mehr. Oh nein, wieso du? Wieso du, wo man nicht sieht, wenn du nach unten schießt? Au. Ey, das ist unfair. Zu zweit seid ihr echt unfair. So. So. Ach. Krieg ich eine Trollbombe. Wow. Ich hätte es fast einsammeln wollen. So, einmal den Dingel hier schnell kaputt machen. Den Dingel auch. Nee. Das sind diese Markt, diese Dings, ja. Oh, ich weiß es gar nicht. Glaube ich, die. Ja, das waren auf jeden Fall doofe. Lad. Ja, okay, komm. Sind wir zwar langsamer, aber. Sind wir zwar langsamer. Aber ist ja egal. Okay, hier ist auch nichts. Ich bin enttäuscht. Wow. Ist hier was? Ach, Mann. Ich nehm's mit, komm. Directed Tears. Bringt mir jetzt mit der Tears nix. Okay, mit den Tears. Auch nicht schlecht halt. Ich weiß halt aber auch nicht, ob das irgendwie verstecktes Damage abmacht oder so. Deswegen nehmen wir es einfach mit. Einfach mitnehmen. Kann nicht schaden. Miau. Stirb. Stirb. Okay. Kisten. Wozu habe ich Guppys Tail aufgesammelt? Damit ich Guppy werde, aber trotzdem. Wieso kommt da eine rote Kiste? Mobbing. Wow, ich mache echt krass Schaden. Ich habe halt nur noch rote Herzen, weil ich zu viele Power-Ups, HP-Ups kriege. Hallo? Habe ich die Hand noch irgendwie? Flucht die noch nach oder so? Ist das so ein Nachfluch? Dass ich überhaupt angefasst habe? Na, P-Up. Ach komm. Gehen wir Full Red Hearts. Auch okay. Auch okay. So. Bomben. Geheimraum. Vielleicht. Ich habe jetzt so viele Wände schon gesprengt.
Du bist ja easy. Müsstest jetzt sogar schon sterben, genau. So, schön da durchfliegen, ist mal gut. So, Kiste. Verdammt. Miau. Miau. Ach, Greed ist das. Ich dachte schon, hä? Wo macht der da oben nichts? Es ist nur Greed. Der macht nichts. Oh, super Greed. Es ist so erbärmlich, dass Super Greed anscheinend weniger AP hat als so ein. Ach Mann. Es ist auch erbärmlich, dass ich keine Kisten gekriegt habe. Ich hätte, glaube ich, rausgehen können und die wären wieder normal geworden oder so, ne? Ach Mann, das fällt einem alles immer zu spät ein. Ist hier irgendwie noch was? Hallo? Hier ist noch was. Pin? Nee. Hi. Kommen so Löcher geflogen. Und so möchte gern Evil Typen. Dafür hätte ich jetzt eine Kiste erwartet. Eine goldene. Drei. Drei Kisten. So. Wieder keine. Oh. Das ist natürlich ein nicer Boss für meine, für mein Setup gerade. Einfach da links schießen und alles geht da rein. Oh, ich kriege halt auch keine mehr, ne? Früher war der Schwanz mal besser, du. Mein Gott. Oh mein Gott. Endlich. Ach, Mann. Proctosis ist natürlich... Wow. Ja, okay. Das ist ein geiles Item, muss man halt mal sagen. Aber es kommt halt zu spät und ich bin enttäuscht, dass ich Mega-Satan nicht machen kann. Ich bin enttäuscht. Alter. Alter. Ich würde so gern Mega-Satan machen. So gerne. Ey, nicht einen Geheimraum gefunden. Lächerlich. Lächerlich. Na gut, machen wir Blue Baby. Und beenden den Run. Wow, jetzt, ja. Gut. Das hätte ich früher gebraucht. So, einfach stehen bleiben. Wir tanken das. Wir tanken den Shit. So, und gehen rein. Na gut, war es halt ein normaler Run mit Lazarus. Wir sehen uns im nächsten Part von The Binding of Isaac Afterbirth. Bis dahin. Tschüss.